Herausforderung. Einfrieren. Angriffe, bei denen Eis verwendet wird, können Gegner, die sich im Wasser befinden, einfrieren. Supi. Vorposten. Auf dem Schlachtfeld befindet sich gegnerischer Vorposten. Blablabla. Herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors Age of Calamity. Wir nehmen jetzt eine Herausforderung an als Link. Mal schauen, was das so mit sich bringt. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Anscheinend lädt das noch länger. Ich hätte mich gar nicht so beeilen müssen. Daher lesen wir es. Wir haben jetzt Zelda freigeschaltet, wir haben Impa, wir haben das Ei und wir sind Link. Wir haben letztes Mal Waffen neu gebaut und mal schauen, was jetzt so passiert in der Schlacht. Ich blende mich mal zur Sicherheit weg. Okay, ich kann mich schon wieder herblenden. Werfen und sprengen, besiegen Sie Goblet, Bockblinz, okay? R und... Aber ich kann jetzt Folgendes machen. 1, 2, 3, 4, hopp. 1, 2, 3, 4, hopp. Und boom. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Das wäre besser. Ja. Okay. Scheiße. Okay. Wo sind denn die meisten Gegner da? Das sollte alles sein, oder? Ah, ein paar sind noch. Woohoo! 100 besiegt. Perfekt. Erfolg. Neues Ziel wird festgelegt. Cool. Erobere den Vorposten. Den Vorposten wohl. Gemerkt. Mal. Wir werden jetzt versuchen, mal eine Bombe zu werfen. Okay. Ah, boom, Motherfucker. Das wird's gewesen sein. Erfolg. Ein Feuerpyromagus wurde gesichtet. Na gut, bitte. Was denn sein muss. Hey, hab ich. Warte mal. Ich hab, glaube ich. Ah, na, schade. Schade, schade. Mach mal diesen hier. Nein, nicht. Warum du? Ich wollte dich doch gar nicht freezen. Kann ich auch, mein Freund. Wo? Wenn man diese Dinger bricht, die Rüstung, dann haben wir voll Erfolg. Werfen und sprengen. Sieg. Nice. 2 Minuten 45, wir gehen jetzt weiter. Was hat uns das gebracht? Zwei neue Schwerter, alles klar. Und, oh, ein Kakariko Kodachi. Und ein paar neue Zutaten, Stein aus einer anderen Welt. Oh, coolio. Achso, weil aufgrund der Zeitreise des Eis, ja, verstehe schon. Story. Oder? Na, Turm. Das ist nur so ein Ladebild anscheinend. Passt auch. Cool. Wir haben da was Neues. Zwei-Spieler-Modus, was? Was? Das kann man zu zweit spielen? Was? Geil. Nein. Aber jetzt nichts halt. Vor einer Levelstufe 6. Okay. Jetzt schauen wir nochmal, was wir hier alles haben. Gestohlenes Land. Empfohlene Levelstufe 5. Hier fehlt mir noch was mit Exalfos. Hier fehlen mir Zutaten. Aber ich könnte ja mal einfach so ein bisschen... Warte mal, wo können wir da handeln schnell? Da. Können da einkaufen?
Wir können da sicher cooles Zeug kaufen. Was brauchen wir eigentlich? Ja, gerne. Tschüssi. Was brauchen wir eigentlich für das Rezept hier? Fünfmal, ich glaube, Schwertgras, Hyrulegras, Rüstgras, okay. Da brauchen wir die Xalfus-Geschichten. Da brauchen wir Stufe 5, wir haben Stufe 9. Ja, perfekt, das machen wir. Wir nehmen keine Rezepte mit diesmal. Wir werden schauen, dass wir unser Soldatenschwert mit Stufe 8, ja genau, Angriff 24, das passt. Wir könnten aber versuchen, ob wir noch was kombinieren können. Kombinieren? Mein Ding? So, ich hätte gern, dass du mein Schwert wähle das als Material verwendete Waffe. Nimm's einfach, oder? Nimm mal das. Okay. 25. Ja, warte ein bisschen. Vielleicht lassen wir es lieber mal vorerst. Bin noch nicht sicher, ob das cool ist, was wir da machen. Ich höre Vögelchen. So. Ja, dann machen wir mal diese Herausforderung auf Stufe 5. Passt. Kein Rezept, aufbrechen. Geht schon ab, die Party. Das machen wir schon. Ich habe nicht einmal gelesen, um was es geht. Das ist vielleicht nicht so ideal. Ja, mal schauen, was die Schlacht so mit sich bringt. Bla 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 bla. Ach, was da am Handy alles steht. Perfektes Ausweichen. Weichst du einem gegnerischen Angriff im letzten Moment aus, erhältst du die Gelegenheit, einen Attackenhagel zu entfesseln. Ja, das war eh schon ähnlich. Am Schlachtfeld kannst du Items finden, wie zum Beispiel Äpfel. Genau, zum Heilen. Das passt. Hyrule-Missionen. Erfülle Hyrule-Missionen auf der Karte von Hyrule, um die Angriffsstärke deiner Verbündeten zu verbessern und die Anzahl deiner Herzen zu maximieren. Waffen. Durch das Kombinieren von mindestens zwei Waffen entsteht eine noch viel stärkere Waffe. Die als Material verwendeten Waffen gehen dabei allerdings verloren, was auch Sinn macht. Und wir machen jetzt was? Gestohlenes Land. Oh, Exalfos, das ist gut. Da können wir dann, glaube ich, den einen Stall freischalten. Oh yeah. Hopp. Boom, Bombe. Cool. Ah, es ist so geil. Warte mal. Jetzt machen wir den hier. Boop. Okay. Ja, die normalen klassischen Angriffe. Man kann mit B dann das Parasegel aktivieren. Das muss ich mal probieren nächstes Mal. 1, 2, 3, 4. Ja, das kann man machen, ja. Coole Sache. Die Exalfi-Schwänze. Ihr könnt mich mal. Habe ich gerade den Turm? Nein, den habe ich nicht kaputt gemacht. Wir haben jetzt wieder 100 besiegt, das heißt, wir haben mehr als genug, um nachher den Stall was freizuschalten. Das ist sehr geil. Okay, wir gehen mal da weiter rauf. Schau, Gegner. Hi. Warte, na, wir machen diesen hier und boom! Und diesen hier. Und, warte mal, was machen wir da? Stufe erhöht, nice. Hey, euch muss ich noch das fürchten lernen. Das müsste jetzt gewesen sein. So, nächste Partie. Ich frage mich, wann wir die nächste Combo-Verlängerung bekommen. Coole Sache. Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Uiuiui, was ist denn eigentlich mein Ziel? Besiege sie Exalfos. 181 von 300. Yeah.
Komm, das geht schon. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir 300 erwischen. Dann geht das schon. Gut, ne? Hopp. Und. Wo ist meine Zeit? Also, da ist die Zeit. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die restlichen jetzt? Erwische ich jetzt alle überhaupt? Hm. Ah, da vorne sind noch. Da ist eine ganze Partie. Rennt, 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 rennt. Ich würde sagen, ich hab's geschafft. Ich glaube halt, dass es bei schwer und sehr schwer dann die Zeit wahrscheinlich, also die Gegner-Level erhöht und die Zeit verringern wird. Geht man mal davon aus. Cool, wir sind schon Stufe 11. Und eine neue Waffe haben wir gefunden, ein Soldatenschwert. Warte mal, das ist hier unseres, oder? Täusche ich mich? Nein, das ist nicht unseres. Blödsinn. Oh, Käfer bekommen, super! Das ist nice. Ah, ich frage mich noch, wie lange die Demo geht. Ich hoffe, die geht noch lange. Oh, die ist so cool. Ja, jetzt kann ich es noch weniger erwarten. Bis das Spiel herauskommt. Nice! Was? Es gibt neue Einträge in der Galerie? Was heißt das? Erzähl mir. Keine Ahnung, was der mit neuen Einträgen meint. Warte mal, Kapitel? Kapitel 1, Kapitel 2. Ah! Kapitel 1. Abgeschlossen, abgeschlossen. Also das beginnt zuerst zu Mipha, oder? Im Vorländer Level 6. Oh, Daruk! Na, wir gehen zuerst zu Daruk. Definitiv zu Daruk, weil da ist Stufe 5 angesagt. Wir gehen zu Daruk dann. Mhm. Einrichtungen, Läden. Cool. Das ist richtig cool. So, jetzt können wir aber, soweit ich das sehe, können wir den Stall hier unterstützen. Alle Achtung! Alle Achtung! Dank der vielen ausgezeichneten Früchte konnte die perfekte Luxus-Suite eröffnet werden. Die Renovierungsarbeiten waren abgeschlossen und der Stall erlebte eine große Neueröffnung. Erweiterung der Handelsmöglichkeiten. Jetzt verfügbar Stall der Ebene. Cool. Und da gibt's Früchte. Händlerin Cosmea, auf meiner Suche nach wertvollen Erzen, stieß ich hier und da auf köstliches Obst. Na, wie ist es? Möchtest du etwas davon kaufen? Jetzt aktuell nicht, dankeschön. Ich bräuchte diese Gräser, die sind wichtig eigentlich für mich. So, aber zuerst gibt es nochmal die Herausforderung, Explosionsgefahr. Belohnung für erstmaliges Abschließen gibt es hier, das ist super. Und zuerst gehen wir nochmal schauen, ob wir was kombinieren können. Ob wir denn unsere Waffe wieder mit anderen Waffen kombinieren können. Die Stufe wird schon mal erhöht. Verstärkung durch Siegelkombination. Indem du Siegel derselben Form kombinierst, kannst du etwa ihre Wirkung oder Angriffskraft der Waffe verstärken. Ah. Okay. Das ist natürlich nice. Ah, schau. Warte mal, wir wählen das jetzt ab. Das hat jetzt anscheinend nichts gebracht. Warte mal, Spinni? Ah, jetzt auf einmal, okay. Cool. Ja, machen wir das. Dann geht auch das ganz schön in die Höhe. Perfekt, wir kombinieren. Und. Hey, warte mal. EP in der Schlacht plus 4. EP in der Schlacht plus 4. Also durch das Kombinieren dieser Siegel, ja. Okay, yep. Perfekt. Das passt bei Pur. Na, bei Impa kann man auch was machen. Schauen wir mal. Ja, warten wir das noch ab. Warten wir Impa noch ab, weil die ganzen Herausforderungen sind jetzt für Link gedacht. Das heißt, wir werden jetzt auch noch die letzte Herausforderung hier machen, die noch ist, bevor wir jetzt dann weiterziehen in Richtung, würde ich mal sagen, Mipha, oder? Können wir das in Kakariko? In Kakariko die Monster gegen Maßnahmen und Impa kriegt dadurch einen längeren Combo-Angriff. Ja, das müssen wir unterstützen.
Ich habe es geschafft! Dank der Fallen konnte die Monster, die in das Dorf einzudringen drohten, am Dorfrand abgefangen werden. Impa erlernte sogar eine neue Technik für den Kampf gegen Monster. Ja! Es gibt noch ein fünftes Y jetzt. Yay! Cool. Nice. Hey, da gibt's was Neues, schau mal. Eine glückliche Göttin in Kakariko. Selbst an hektischen Tagen bringt die Gasthausbesitzerin in Kakariko der Statue der Göttin Opfer dar. Man ist besorgt, dass sie sich überanstrengt, also hilf ihr mit Opfergaben aus. Ja, machen wir doch. Link, Herzen plus eins und ein paar so Schleichwürmchen, wie es ausschaut. Ja, das passt doch. Hey! Die Gasthausbesitzerin war erfreut über die Gaben für die Statue der Göttin und konnte sich endlich ausruhen. Von nun an wird das Dorf besser zusammenarbeiten, um die Gaben darzubringen. Nice. Und Link bekommt ein neues Herz. Das ist natürlich gegen Wächter sowieso ein Traum. Ihr passt. Sehr geil. Hey, gibt's jetzt neue Herausforderungen deshalb oder was? Na, oder? Moment. Kakariko, das ist der Laden. Ja, das ist der Stall hier. Stall hier. Die Zutaten haben wir hier noch nicht gefunden. Hier haben wir noch eine Herausforderung. Stufe 6 ist da der empfohlene Level und genau das werden wir noch machen. Schauen wir mal, das Schwert haben wir eh das Richtige mit, ja. Boah, 8, plus 8 EP, Prozent EP in der Schlacht ist nicht schlecht. So, passt. Ja, dann gehen wir es an. Aufbrechen. Wahrscheinlich ist wieder mit Zeitlimit so eine Schlacht. Geht mal davon aus. Drücke mehrfach hintereinander Y, um eine Serie von Angriffen auszuführen. Für die vielen Materialien, die von den Gegnern fallen gelassen werden, gibt es ebenso vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Sie sind mit Sicherheit sehr nützlich. Entzünden. Führst du in Feuer gehüllt einen Angriff aus, kannst du deine Umgebung in Flammen setzen. Bist du von Gras umgeben, breitet sich das Feuer aus. Befehle. Ja, das mit Befehlen kennen wir. Link, Einhänder. Okay, wir gehen nochmal ins Schlachtfeld. Bevor wir dann noch ewig viel herumlesen. Explosionsgefahr. Was ist unser besiege die Monster in der Todbringerschlucht? Hi, Monster. 1, 2, 3, 4, hopp. Jetzt müsste mal... Ah, 33 von 500. Bau, 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 bau. Das ist cool, hey. Und 1, 2, 3. Warte mal. Und Schmetterangriff. Jetzt haben wir seine Verteidigung quasi komplett zermürbt. Jawohl! Diese Fässer sind extrem sinnvoll, also extrem. Oh weh. Na komm. Komm, nochmal! Ah, ja, getroffen! Yes, sir! ...300 besiegt. So, wie viel müssen wir? 500, okay. Das kriegen wir schon hin. Warte mal. Wir machen diesen hier und diesen. Schmetterangriff. Moblin my ass, Mann. Achtung, wir machen diesen hier. Na komm. 400 besiegt, das passt. Das ist. Und Schmetterangriff. Wenn man dieses komplette Tortenrad oder besiegt hat, dann ist es ziemlich geil.
Eins, zwei, drei, vier, hopp! So viel Gegner in Breath of the Wild und wir werden definitiv draufgegangen. Okay, wir machen mal diesen hier. Achso, das war das Magnetmodul. Das war gerade im Arsch. Yeah! Neues Ziel wird festgelegt. Besiege die Moblins, das machen wir. Eins, zwei, drei. Das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Ah, das mit dem. Das ist so geil. Moment. Schade. Wir machen mal. Schauen wir mal, was passiert. Alle ab. Jetzt habe ich nichts, gell? Du hast die Monster besiegt. Victory! Coole Sache. Sieg. Auf ganzer Linie. Coole Sache. So, was haben wir da? Ein neues Soldatenschwert mit Kraft 18. Plus 2 Schaden bei vollen Herzen. Schaden in der Luft. Also wir kombinieren jetzt in Zukunft solche Siege, oder was? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Nice, da haben wir auch was für Zelda. Sehr gut. Das heißt mal nicht The Legend of Zelda, dieses Spiel. Das heißt tatsächlich einfach nur Hyrule Warriors. Coole Sache. So, da haben wir noch immer nicht genug, weil wir keine Gräser haben. Gut, gut. Der Todesberg. Daruk, Held der Goronen. Das werden wir als erstes wahrscheinlich machen. So, die Krabbeltiere, da fehlen uns Käfer. Kriegen wir hier den Käfer? Nein, hier kriegen wir keine Käfer. Wie schaut es denn hier aus mit dem Stall hier? Stall am See? Momentan ist kein Händler anwesend. Oh, da ist kein Händler anwesend. Das ist ja mal interessant. Auch hier ist kein Händler anwesend, wie es ausschaut. Anscheinend ist nirgends wirklich ein Händler. Und natürlich schlecht ist für mich. Ja, perfekt. Also. Als nächstes starten wir dann in den Todesberg oder zum Todesberg. Und das machen wir gleich nach dem Cut.